würde ich gerne zunächst von euch wissen, was bei Titans Anrufung geschah. Wahrheit sagen, natürlich. Wir sind ein ehrlicher König. Er hat seine Kraft auf mich übertragen. Also genau wie es die Legenden berichten. Niflheim fürchtet dies und hat seine ganze Armee in Bewegung gesetzt. Uns steht also bald schon Ärger ins Haus. Ja. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Krieg kann ich hier nicht gebrauchen. Weder von Göttern noch vom Imperium. Auf mögliche Niederlage anspielen. Zerstörung der Stadt ansprechen. Unausweichlich, auf Unausweichlichkeit pochen. Auf mögliche Niederlage. Aber wenn es den Abzug Niflheims bedeuten würde? Was möchtet ihr damit andeuten? Auf Leviathan sitzen, abwiegeln, Hilfe anbieten. Dass ich ihnen vielleicht einen Gefallen tun könnte. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Kommen wir doch zum Punkt. Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Okay. Helft mir, mein Volk zu schützen. Und ich werde die Zeremonie dulden. Hilfe anbieten, Sorge über die Stadt äußern, Hilfe verweigern. Hilfe anbieten natürlich. Wir helfen. Na gut, von mir aus. Hab wohl keine Wahl. Sehr direkt. Das gefällt mir. Wie versprochen, werde ich die Anrufung in meiner Stadt dulden. Und eines noch. Nach dem Ritus sind mir die Hände gebunden. Ihr seid dann auf euch alleine gestellt. Nachhaken, Zuversicht zeigen, Übermut äußern. Klar, Übermut äußern. Zuversicht zeigen. Klar, kein Problem. Wir erledigen das. Vielen Dank, Majestät. Es gibt schließlich nicht viele Krieger, die es sogar mit Luftschiffen aufnehmen. So lautet mein Angebot. Schützt mein Volk, bekämpft das Imperium. Sind wir uns in diesen Punkten einig? Naja, Imperium wollen wir ja sowieso. Unverbindlich bleiben, Bündnis anbieten. Ja, wir werden für sie kämpfen. Ist das so? Wunderbar. Ja. Ich verspreche, dass die Kanagi vorerst sicher ist. Und nur für den Fall der Fälle, sollte mein Volk in Gefahr sein, werde ich weder auf Kanagi noch Könige Rücksicht nehmen. Und Verständnis zeigen. Verstanden. Sie tun ihre Pflicht, ich tue meine. Ihr ähnelt eurem Vater. Bedanken. Na, abwiegeln, bedanken. Danke. Ihr befindet euch auf dem richtigen Weg. Pardon, es ist soweit. Zum Schutz der Bevölkerung benötige ich 3 Männer. Die Wahl liegt bei euch. Das Imperium überlässt nichts dem Zufall. Die Niflheimer Flotte nähert sich mit 4 Harpunierern. Ihr stimmt mich recht zuversichtlich. Auch wir werden unser Bestes geben. Ja. Die Verhandlungen wurden mit gutem Ergebnis abgeschlossen. Ja. Bin ich ein Verhändler oder nicht? Das nenne ich Verhandlungen hier. Das Gipfeltreffen vor allen Dingen. Nett formuliert. Ich werde tun, was ich tun kann. Gut. Deine Offenheit sei dir jedenfalls gedankt. Was soll ich sagen? Auch ich habe Mitgefühl hin und wieder. Der Verlust von Regis, der Verlust des Kristalls. Seit dem Tod der letzten Kanagi hat sich viel verändert. Das Imperium hat in den letzten 10 Jahren über die Stränge geschlagen. Oh ja.
aber gewaltig. Der Tag des Ritus. Das stört auch ein bisschen, wenn die sowas einblenden im Ladescreen, dass man keine richtige Zeit hat, das mal zu lesen. Muss die imperiale Armee von jemandem in Schach gehalten werden. Ja, sonst wird's nichts mit den göttlichen Kräften. Uns dreien hat man aber den Schutz der Zivilisten aufgetragen. Ja, aber vielleicht können wir trotzdem etwas für die Herren der See tun. Aha, und zwar was? Noct, spring rauf zu den Schiffen und schlag ihre Anker ab. Diese Harpunendinger meinst du? Zwei Schiffe weniger sollten reichen, dann können sie die Göttin sicher nicht mehr zügeln. Guter Plan. Aber geh mit Bedacht vor. Wenn die Segnung misslingt, war alles umsonst. Handle den Umständen entsprechend. Okay. Verstanden. Das bequatschen die während der Gondel Heini da hinter denen alles hört. Mhm. Aber ist eine gute Idee. Oben diese Dings abzuhauen. Luna Freya Nox Floret. 12 Jahre ist es her, dass Luna Freya Noctis das letzte Mal sah. Notfalls droht ihr damit, den Dreizack im Meer zu versenken. Dann können sie nicht anders, als euch zuzuhören. Doch ihr wird gut bewacht. Besser noch als ihr selbst, werte Kanagi. Verstanden. Dann werde ich ihn am Altar entgegennehmen. Gut. Denkt daran, dass euch eine imperiale Eskorte begleitet. Ja. Betrachtet sie doch einfach als notwendiges Übel, um den Pakt zu schließen. Ich danke euch. Nach der Zeremonie steht es euch frei zu gehen. Aber wir werden euch nicht mehr schützen. Selbstverständlich. Ihr solltet jetzt gehen. Die Menge erwartet euch. Luna. Oha. Ein Inselstaat mit der malerischen Hauptstadt Altissia, die von unzähligen Kanälen durchzogen wird. Seit seiner Niederlage gegen Niflheim vor 150 Jahren ist Akordo ein imperiales Protektorat mit eigenständiger Regierung. Oh, ich würde jetzt so gern was sagen, aber das ist Spoiler für den Film, für die, die es jetzt nicht gesehen haben. Bist du schon angekommen? Ja. Denk an den Plan. Ihr auch. Natürlich. Prinz Noctis. Oh Mann, so viele Leute. Dass so viele kommen. Darf ich irgendwie mal hier durch? Luna. Hört mich an. Ich hoffe innigst, dass meine Worte die Herzen jedes einzelnen Menschen auf ganz Eos erreichen. Die Welt ist dabei, ihr Licht zu verlieren. Wenn wir nichts tun, werden wir bald vollständig von der Finsternis verschlungen. Es ist die Finsternis, die Trauer und Zwietracht in uns sät. Denkt an die Tragödie von Lucis. Denkt an die vielen Opfer,
die der gescheiterte Frieden gefordert hat. An jenem schrecklichen Tage. Luna. Doch. Bitte. Fürchtet euch nicht. Denn die Götter sind stets an unserer Seite. Sie bannen das Dunkel. Lassen die Sterne in Herrlichkeit strahlen. Sie schützen die Welt. Und sie werden auch uns schützen. Heute werde ich hier in Altissia die Göttin erwecken. Leviathan, die Herrin der Wogen, muss uns ihre Kraft schenken. Deshalb bin ich hier. Bitte gewährt mir, den Ritus durchzuführen. Fürchtet euch nicht. Denn ich verspreche euch. Wir werden die Dunkelheit vertreiben. Und der Welt ihr Licht zurückgeben. Vertraut eurer Kanagi und euren Göttern! Oh, wunderschöne Ansprache. Ich danke euch. Oh, ich glaube, ich muss gleich weinen. So herzergreifend, diese Dings. Ah, sie hat ihn entdeckt. Jetzt weiß sie, okay, er ist da. Noct, das Imperium ist hier. Hallöchen! Das sehe ich auch. Kletter irgendwo rauf, von wo du Schiffe erreichst. Sie sollten schon bald im Hafen sein. Okay, kümmert euch um den Rest. Klar, wird erledigt. Jetzt geht's also los. Ach, Pompto, keine Angst. Okay, puh. Jetzt muss ich mich um die Schiffe kümmern. Und ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich hoffe, das reicht an Zeit, die wir noch haben für die Aufnahme. Hallo? Ah. Anrufung der Götter. Der Kanagi ist es möglich, mit den Göttern zu kommunizieren. Um den Menschen zu helfen, schließt sie manchmal Pakte mit den Göttern ab. Da sieht man sie auch links sogar mit dem Ring der Luzes. In ihrer rechten Hand. Oh, da. Mein Name ist Luna Freya, vom Blute der Kanagi. Erhöre mich, Leviathan. Gewähre dem König für den Kampf um sein Erbe deinen Segen. Unterwegs. Der Ritus hat also begonnen. Sieht so aus. Da braucht unsere Hilfe. Zack. Na komm. Zack, zack, zack. Gott sei Dank. Komm, 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 komm. War Point. Zack. Bats. Bats, Bats. So. Alter. Du Scheiß. Mistvieh. Ihr habt sowieso keine Chance gegen mich. Was denkt ihr euch, wer ihr seid?
Alter. Ja, jetzt reicht's mir her. Zack, 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 zack. Komm, 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 komm. Lass mich in Ruhe. Ah, shit. Mann. Nettes Schlangchen. Dass nur der erwählte König das Dunkel vertreiben kann. Muss ich eine Göttin belehren? Gebete erklingen, um Gnade zu bringen. Und Gnade ist es, die Götter zu Göttern macht. Ui. Der König wird sich den Göttern als würdig erweisen. Himmel und Erde, Höhen und Tiefen, Geburt und Wiederkehr. Noct, Pronto ist unterwegs zu dir. Hm? Und ihr? Wir warten unten. Ist nur für zwei Passagiere Platz. Spring runter! Was? Mach schon, schnell! Okay. Unterspringen. So. Ja! Hui! Alter, echt nett. Das ist echt unglaublich, weißt du. Irgendwie mussten wir doch hinkommen. Nicht schon wieder. Dämliches Mistviech. Ah. Papa. Na komm. Ach du Scheiße. Leviathan. Please. Zack. Jetzt bin ich auf Leviathan, das ist auch stylisch. Unter seinem... Zum Beistand anflehen, um Beistand anflehen. Befehlen ist jetzt... Fuck. Nicht der Ernst. Leviathan besiegen. Ach du Scheiße, wie soll ich denn Leviathan besiegen? Ach du Scheiße. Muss ich dich erst umbringen, ehe du mich segnest? Ah, shit. Ja, so viel dazu. Hopp. Autsch. Ah.
musst du jetzt abzischen. Alter. Wo bist du? Da oben. Fuck. Ja, komm schon. Nein. Komm schon. Zack. Oh, scheiße, Alter. Nein, fuck it. Komm. Komm. Zack. Alter, wie soll man den besiegen? Zack. Ich könnte leicht. Ich könnte niemals mal Hilfe brauchen. Hier. Mann! Was ist das denn? Zack. Komm schon. Komm, komm, komm. Na komm her. Fuck. Alter. Wie soll ich das denn hinkriegen? Fuck. Fuck. Na komm. Fuck. Fuck, fuck. Ja. Fuck. Wo ist er? Wo ist? Na, da. Fuck. Da. Geht doch.